Wir kommen jetzt so langsam in den Groove wieder zurück und machen jetzt hier den insgesamt dritten Vortrag heute. Und wir haben hier dazu wieder Nico auf der Bühne, der uns etwas erzählen möchte darüber, was eigentlich Hacker sind. Also ich habe bereits im Vorgespräch klären können, dass es hier nicht um Zwiebelschneiden geht. Es geht wohl tatsächlich um irgendwas mit Computern und da denkt man natürlich sofort an die Leute mit den Kapuzenpullis, die immer vor den Rechnern sitzen und alles kaputt machen. Und ob das wirklich so stimmt, wird uns jetzt Nico erklären. Nico braucht im Prinzip keine Einführung, der ist hier schon mehrere Jahre auf den Datenspuren präsent gewesen. Der ist auch im Prinzip so lange schon im Hackerspace, wie ich selber dort bin. Und vielseitig begabt, unter anderem verantwortlich für das Artwork, was ihr hier aushängen seht, auf den Plakaten und so weiter. Und von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Vortrag und vielen Dank an Nico für diesen Quatsch. Was rede ich hier? Guten Tag. Bitte sehr. Ja, hallo. Hier bin ich wieder. Ich immer nur hacken, Facetten und Nuancen des Hackerseins. Ja, da möchte ich erstmal darauf eingehen, so das Stereotyp, was so Hacker machen. Dann ein bisschen so ein paar Grundvoraussetzungen aufstellen oder beleuchten, was es eigentlich wirklich bedeutet, Hacker zu sein. Und was man eigentlich auch als Hacker ist, wenn man nicht gerade am Rechner sitzt. Ja. Und da gibt es noch ein kurzes Outro. Gehen wir mal erst so das Stereotyp, Hacker sind halt irgendwelche Computer-Nerds, die den ganzen Tag vorm Computer verbringen und naja, etwa so, die ganze Zeit nur über Computersprachen, Programmiersprachen, Bezeichnungssprachen sich unterhalten oder wenn sie gerade Langeweile haben, dann mal über höhere Mathematik. Ja, klingt alles nicht so spannend. Ich muss euch aber aus eigener Erfahrung sagen, ist es trotzdem. Manche Themen können, wenn sie von außen betrachtet sehr trocken erscheinen, doch von innen sehr spannend sein. Aber fangen wir erstmal an. Was sind so Grundvoraussetzungen dazu, um so in Richtung Hacker sich bezeichnen zu können oder bezeichnet zu werden? Fangen wir erstmal an, was so die RFC, also Request for Comments, so die Internetstandards dazu sagen. Die RFC 1392 sagt da klar und deutlich, a person who delights in having an intimate understanding in the internal workings of a system, computers and computer networks in particular. Also es geht wirklich eher um Systeme. Computer und Computernetzwerke sind nur eine Spezialisierung des Ganzen. Ja, auch die Hackerethik geht sehr klar darauf ein, was man so als Hacker machen soll und auch nicht machen soll. Ich lasse sie so stehen, ich lese sie jetzt nicht vor. Aber ich habe heute schon einen Auszug, insbesondere den achten Punkt, gebracht. Ja, das sind so die Regeln, die auf jeden Fall jeder Hacker verinnerlicht hat auf seinem Werdegang. Es gibt auch eine kleine alternative Hackerethik, die hat Eric S. Raymond, der Gründer der Open Source Initiative, mal aufgestellt. Auch die lasse ich erstmal so auf euch wirken. Es ist quasi eine Kurzfassung der Hackerethik, vielleicht nicht ganz so prägnant, aber im Grunde sagen beide dasselbe aus. Ja. Was sind Hacker? Hacker sind auch nur Menschen. Sie beschäftigen sich mit Computern. Sie lösen gerne Probleme, ungerne zweimal. Und sie sind sehr kompetent in dem, was sie tun, in der Regel. Aber was machen sie, wenn sie mal nicht am Computer sind? Was sollten Hacker machen, wenn sie nicht am Computer sind? Weil es gibt auch ein Leben außerhalb des Computers.
Away from Keyboard oder auch Away from Code, weil mittlerweile kann man auch vieles, was man früher nicht am Computer gemacht hat, auch am Computer machen. Deswegen Away from Code. Was denn alles noch? Man muss ja angeblich als Hacker wirklich sehr gut in alle möglichen Dinge sein. Muss man nicht. Also was denn alles noch, ist jetzt keine Frage, die ihr euch stellen müsst, was ihr alles noch können müsst. Es ist nur eine Anregung. Was ihr alles denn noch lernen können, wollen, könntet, um vielleicht euren Horizont zu erweitern. Denn darum geht es eigentlich. Zum Beispiel nehmen wir Wort und Schrift mal als Unterprogramm. Als Hacker sollte man Sprachen lernen. Nicht nur Programmiersprachen, auch nicht nur Protokolle, die irgendwie in Netzwerken oder so gesprochen werden, sondern wirklich auch Sprachen. Angefangen von der eigenen Muttersprache. Die sollte man sehr gut beherrschen. Immerhin wird man wahrscheinlich in seinem Berufsleben auch sehr viel in dieser Sprache lesen, schreiben müssen, Dokumentation. Dann fällt natürlich auch sofort Fremdsprachen ins Spiel. Vieles an Dokumentation wird heutzutage auch auf Englisch verfasst. Muss man auch beherrschen. Ja. Lesen von fiktionalen Werken. Nichts erweitert den persönlichen Horizont so sehr wie Fiktion. Denn sie ist nicht wahr. Sonst wäre sie ja nicht Fiktion. Was ich damit sagen will, ist, erweitert Horizonte, euren persönlichen, tretet heraus aus euch selbst, wenn es mal sein muss, auch in der Fantasie. Und Wortspiele im Allgemeinen sind auch sehr gut geeignet, um sich mal mit Sprache auseinanderzusetzen. Zum Beispiel einfach nur Suchbarben versteckteln. Ups. Suchbarbenstallat. Naja. Wortspiele sind ein sehr schönes Mittel, um auch mal Leute, nicht nur sich selbst, sondern auch den Gegenüber mal zum Nachdenken anzuregen. Und Nachdenken schadet nicht. Als Hacker sollte man auch ein wenig auf seinen Körper achten, denn er ist letztendlich das, was uns durch die Welt bewegt. Sport, jetzt nicht im klassischen Sinne Leistungssport betreiben, aber ein bisschen körperliche Ertüchtigung sollte man schon betreiben, sonst verkalkt man körperlich und auch seelisch. Mentale Disziplin ein bisschen üben, ja, das kann man mit Sport auch machen. So insbesondere Kampfsportarten wie beispielsweise, wirklich nur beispielsweise Judo, Jiu-Jitsu, in diese Richtung, die sind wirklich nicht darauf ausgelegt, wirklich, dass man viel kämpft. Natürlich lernt man den einen oder anderen Trick, den man auch in der Not anwenden kann, aber es geht darum, dass man lernt, einen ruhigen Geist zu bewahren. Und auch, dass man den Körper beherrscht, weil letztendlich es ist ein bisschen schade, sich durch die Welt zu bewegen und nicht wirklich zu wissen, wo sind meine Arme, wo sind meine Beine und ständig Dinge umzustoßen, weil man nicht weiß, wo sie sind. Das wirkt und ist tollpatschig. Und das ist gerade in einem Bereich, wo man viel mit feiner Elektronik zu tun hat, doch etwas ungünstig. Ein anderes Unterkapitel, das man hier betreiben kann, so für die geistige Gesundheit, Meditation. Ich weiß, Leute, die mich kennen, würden jetzt sagen, look who's talking, weil Meditation ist die Kunst, nicht zu denken, mal den Kopf abzuschalten. Und ich habe persönlich auch das Problem, dass ich meinen Kopf selten wirklich gut abschalten kann. Ich bin auch auf dem Weg zu lernen. Da hilft auch autogenes Training, auch eine Entspannungsform.
oder einfach nur auf irgendeine Art und Weise geistige Entspannung erlernen. Letztendlich, wenn man die ganze Zeit nur die Maschine laufen lässt und die ganze Zeit auch nur läuft, dann verschleißt man. Man muss auch mal sich Ruhe gönnen. Anhalten. Dazu hilft auch Kunst. Wie zum Beispiel Musik. Damit meine ich auch nicht nur Musik hören. Das ist an sich schon sehr gut, wenn ihr es schafft, mal Musik bewusst zu hören und zu analysieren, was ihr da hört, sondern auch, und das gehört dazu, um in der Lage zu sein, Musik zu analysieren, Musik zu machen. Lernen, wie man ein Instrument spielt oder wie man singt. Oder zeichnen, malen, wie man es nennt. Es müssen jetzt nicht großartige Kunstwerke sein, es müssen jetzt nicht irgendwelche Wunderwerke sein, die ihr da aufs Papier oder auf die digitale Leinwand bringt, aber erweitert eure Horizonte. Kunst ist auch Kochen oder Backen. Ja, ich fröde dem sehr häufig. Aber auch da kann man seinen Geist mal vom Computer wegbewegen. Away from code. Das ist das Ziel. Naja, ganz banal gesagt, too long didn't read. Hacken ist cool. Tut coole Dinge mit Code. Tut coole Dinge mit Netzwerken. Tut coole Dinge mit komplexen Systemen. Lernt, was die Welt antreibt. Aber man kann nicht nur Computer hacken. Und man sollte sich auch nicht von Computern hacken lassen. Und der Abstand von einem Computer oder von seinem eigenen Computer tut einem auch manchmal gut. Weil manchmal, das kenne ich auch, sitzt man in so einem Tunnel fest. Man will ein Problem lösen, man muss es unbedingt lösen. Und man steckt fest, man kommt nicht wirklich vorwärts. Und dann setzt man sich unter Druck, dass es gelöst werden muss, weil es doch eine Lösung geben muss. Und es gibt auch natürlich eine Lösung, aber die ist manchmal in dem Moment nicht verfügbar. Lasst den Computer stehen, macht ihn aus, geht raus in den Wald, dreht eine Runde, lasst euch einfach irgendwie den frischen Wind um die Nase wehen, kommt ihr zurück. Und das Problem hat sich in eurem Kopf vielleicht sogar schon wieder gedreht, dass ihr einen neuen Ansatzpunkt findet. Abstand hilft. Ja, Bildnachweis. Muss ja sein. Ich habe 2 Bilder verwendet, die nicht von mir sind. Oh mein Gott. Naja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel Mus erzählt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war ja, du hast deinen 45-Minuten-Slot nicht ausgefüllt, das ist dir bewusst, verdammt, ne? Wir haben auf jeden Fall sehr viel Zeit für Nachfragen. Genau. Und ich greife gleich mal einen der Punkte auf, den du gesagt hast, was ein Hacker auch so machen sollte, und sage nicht danke für deinen Talk, sondern ich sage Hanashi o arigato gozaimashita. Dass ich jetzt natürlich total verhaspelt habe. Ja, entschuldige bitte, ich bin noch nicht dazu gekommen. Nee, keine Panik. Je bist strašně líto, ale rád bych se naučil japonštinu, ale nebylo mi to možné. Hi. Gibt es Fragen im Publikum? Wir haben ein Mikrofon, das sich bewegen kann. Wenn irgendjemand, ja, da gibt es eine Hand, die gehoben ist. Das Mikrofon kommt. Das Mikrofon ist gerade im Urlaub. Das klären wir schnell. Ja. Hallo. Ja. Danke für den Vortrag. Ich hätte bloß so ein Bedenken bei der Sache mit der Kompetenz. Du hattest da jemanden zitiert, also genau. Die Hackerethik, und dann jemand, der die innere Einstellung ersetzt nicht Kompetenz oder ist nicht höher einzustufen als die Kompetenz.
Das, wie gesagt, es ist ein Zitat von Eric S. Raymond, das ist wörtlich aus dem Hacker-How-To von ihm entnommen oder aus einer Übersetzung. Kannst du kurz nochmal erläutern, was der für Hacker-Szene oder Hacker für eine Figur ist? Irgendwie, oder? Er ist eine ähnliche Figur wie, oder, naja, ich will ihn jetzt nicht mit Richard Stallman gleichsetzen, aber er ist der Gründer der Open Source Initiative, also der, sagen wir, Parallelbewegung zwischen freier Software und Open Source Software. Gibt es ja eine Unterscheidung. Freie Software wird von der Free Software Foundation groß unterstützt und Open Source ist ja von der Open Source Initiative unterstützt. Und also, das hat Eric S. Raymond begründet. Er hat auch, er ist eine sehr bekannte Figur, auch etwas kontroverse Figur in der Hacker-Szene. Deswegen sind manche Zitate von ihm etwas mit Vorsicht zu genießen, aber... Also ich würde halt explizit dieses Zitat irgendwie ein bisschen fragwürdig sehen. Da du hattest vorhin auch erwähnt, dass Körperkontrolle irgendwie oder Körperbeherrschung relativ wichtig ist. Ja. Ich fände es bedenklich, wenn jetzt Hacker irgendwie Leute sind, die permanent bestrebt sind, Systeme unter ihre Kontrolle zu bringen an und für sich. Weil die Kompetenz und die Einstellung, also Kompetenz ist jetzt nicht die Frage danach, ob man tatsächlich in der Lage ist, in fremde Systeme einzudringen. Damit ist Kompetenz nicht gemeint. Es geht bei Kompetenz, bei Hackern grundsätzlich um die Fähigkeit, mit seinem Gerät umzugehen. Super, okay. Danke. Es ist so ein Mindset so ein bisschen, ne? Man übt das so ein in der IT und das überträgt sich dann auch auf andere Lebensbereiche, dass man so auf Prozesse raufguckt, irgendwo anders und sofort irgendwo eine Schwachstelle sieht, weil man einfach dieses Denken so trainiert ist, zu gucken, wo könnte man denn hier irgendwie reinkommen, auch wenn man es gar nicht machen will am Ende. Ne? Ich habe jetzt auch keine Absicht, irgendwie morgen in irgendwelche Systeme von der Regierung oder was nicht alles einzudringen, aber ich muss ja zum Beispiel meine eigenen Systeme absichern. Und wenn jemand zum Beispiel einen Prozess definiert, zum Beispiel für eine soziale Gruppe oder sowas, kann man sich ja dann auch fragen, wie könnte ein Angreifer mir versuchen, jetzt das hier zu übernehmen? Wie könnte zum Beispiel ein demokratisches System irgendwie durch einen undemokratischen Akteur irgendwie angegriffen werden? Und wie kann ich eventuell dieses System dagegen resilient machen oder verteidigen? Und da ist dieses Mindset, was so ein Hacker kultiviert, durchaus auch in anderen Bereichen produktiv. Genau. Haben wir noch weitere Fragen? Gerne. Es ist ja irgendwie jetzt relativ aktuell, dass Facebook irgendwie Profile gelöscht hat von den Querdenkern irgendwie so. Mal dahingestellt, ob das jetzt super toll ist oder nicht. Es gibt ja auch in anderen Online-Plattformen, sozialen Netzwerken sowas wie Moderatoren und die haben ja so ein bisschen Gottstatus. Und ich finde es irgendwie ein bisschen problematisch, wenn halt Konzerne irgendwie machen können, was sie wollen im Prinzip und eben aber auch explizit Daten ausschließen oder was, also ich weiß nicht genau, inwieweit ich das werden soll, ob ich das also wo die Kompetenz liegt, ist jetzt bei dem Konzern und ist das richtig bei dem Konzern oder wie würde ein Hacker oder was wäre eine Hackerposition dazu, was ja weggeschlossen wird? Meine Position hier ist, es ist extrem schwierig, dass Konzerne wie Facebook anfangen, politische Macht auszuüben, indem sie bestimmte Gruppierungen ausschließen oder deren Konten sperren oder von anderen Gruppierungen wieder nicht. Und diese Moderation ist sehr undurchsichtig, weil man ja nicht in die Richtlinien für einen Moderator reinschauen kann, die jetzt Facebook sein Moderationsteam da auferlegt. Oder wie da die Entscheidungsbäume aussehen oder gar Anweisungen. Das würde ich so in den Raum stellen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich bin ja kein Moderator bei Facebook. Ich persönlich finde es ja schöner, wenn man sich völlig von Facebook lösen könnte
und einem kleineren Netzwerk beitreten würde, wo man vielleicht die Moderatoren kennt und wo dieses Netzwerk föderiert. Das Fediverse wäre da mal ein Beispiel, Mastodon zum Beispiel. Wenn man da tatsächlich Ansprechpartner und Vertrauenspersonen hat, an die man sich wenden kann. Aber bei Facebook ist das alles intransparent. Es ist halt so ein Mittelzustand, der eigentlich nicht so bleiben kann. Also entweder Facebook sieht halt ein oder wird halt durch politische Entscheidungen dazu gezwungen einzusehen, dass es halt eine derartige Monopolstellung hat oder zumindest einen hinreichend großen Einfluss, wenn auch nicht ein reines Monopol, dass es sich einer staatlichen Kontrolle stärker unterwerfen muss, wo dann solche Entscheidungen über zum Beispiel das Blocken von Querdenkern und sowas von den Gerichten getroffen werden nach dem geltenden Gesetzen, nach den rechtsstaatlichen Prinzipien mit den entsprechenden Einspruchsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Oder es müsste halt, wie Nico sagt, eher so eine Dezentralisierung geben, so eine Aufteilung in verschiedene einzelne Gruppen. Es ist ja nicht Moderation prinzipiell was Schlechtes. Wenn ich irgendwie bei mir zu Hause 10 Leute sitzen habe, die sich irgendwie alle angenehm unterhalten und dann kommt einer dazu, der den ganzen Zeiten irgendwelchen Verschwörungsquatsch erzählt und alle nur irgendwie schlechte Laune kriegen davon, dann ist es ja mein gutes Recht und auch absolut begründet, dass ich dann sage, ja, dann hau halt ab. Dann erzähl halt einen Verschwörungsquatsch irgendwo anders, aber wir möchten hier gerne unsere Diskussion ohne das führen. Und in so einem kleinen Rahmen funktioniert es halt auch, weil dann hat halt derjenige noch eine Möglichkeit, woanders hinzugehen. Und wenn man so ein soziales Netzwerk in irgendeiner Form föderiert macht, dass eben diese Moderation lokal stattfindet, dann könnte das auch funktionieren. Dann hat halt nicht jeder einzelne Moderator dann diese große Macht, die jetzt gerade das Facebook-Moderationsteam dann effektiv ausübt. Also in irgendeine von beiden Richtungen muss es sich am Ende weiterentwickeln. Danke. Zu der staatlichen Kontrolle. Das Problem ist ja dann auch trotzdem noch die Transparenz, weil es gibt ja jetzt schon halbstaatliche Konzerne, die Sachen kontrollieren sollen, wo man aber trotzdem keine Transparenz hat. Der Staat privatisiert sich selbst, ja. Das ist leider Realität. Und das ist eine Entwicklung, die wir, glaube ich, alle mit Besorgnis beobachten und die so nicht weitergehen kann. Aber da müssen wir halt, da haben wir auch in nächster Zukunft die Möglichkeit, da was dran zu ändern. Noch weitere Diskussionsbeiträge, Fragen, Kommentare? Da das offenbar nicht der Fall ist, würde ich sagen, vielen Dank, Nico. Ich wurde...